Zwischenüberschrift: Die unreinen Sklavereisysteme, in denen nur der König Sklaven für den Staat hielt. Das Patriarchat hat sich nach der Neolithischen Revolution auf der ganzen Welt durchgesetzt. Hier herrschen im Gegensatz zum Frauenrecht die Männer über die Frauen bis zur Aufklärung. Deshalb die silbische Art für Herrschaft. In Italien konnten die Männer sogar bis in die 1970er Jahre noch ihre Frauen töten. Und in der Schweiz hatten die Frauen bis dahin noch kein Wahlrecht. In Mesopotamien, Ägypten, bei den Azteken und bei den Inkas gab es noch keine reinen Sklavenhalterklassen mit vielen Sklavenhaltern. Nur die Könige bzw. Pharaonen hatten für den Staat viele Sklaven gehalten. Lediglich die Griechen ab 500 vor unserer Zeit, die Phönizier und die Römer hatten eine ganze Klasse von Sklavenhaltern. Deshalb waren sie reine Sklavenhaltersysteme. Wir befinden uns aber noch nach der Zeit der Einteilung von Engels in der Oberstufe der Barbarei. Dennoch sind in der ersten Phase der unreinen Sklavengesellschaften wichtige Erfindungen gemacht worden. Für den Krieg das Rad, für den Kampfwagen und die Kriegsgeräte, die Töpferscheibe, das Mühlensystem, die Eisenverarbeitung und wegen des Misstrauens bei den Vermögenden die Schrift. Die Schrift ist nicht entwickelt worden wegen der Epen, sondern für die Lieferscheine bzw. Warenbegleitscheine. Wenn beispielsweise von der Kupferabbaustätte in Fesan, Jordanien, zum ersten Palast der Welt in Aslan Tepe in der Südtürkei, dem ersten organisierten Waffenbau, eine Eselskarawane geschickt wurde mit 400 Kilogramm Kupfer und 20 Kilogramm Blei, hat der Versender in einer Tonbulle zum Beispiel für jede 10 Kilogramm Kupfer einen Kiesel und für 10 Kilogramm Blei zum Beispiel einen roten Feuerstein versiegelt. Am Ziel konnte der Empfänger die Tonbulle aufbrechen und sehen, ob sie mit der gelieferten Ware übereinstimmen. Das war natürlich für die Rechnungsschreibung wichtig. In Aslan Tepe, Link 5, fand man einen Raum mit aufgebrochenen Tonbullen, sozusagen das Lieferscheinarchiv. Die Bürokratie entstand auch mit der Klassenherrschaft. Die Tonbullen wurden mit einem Rollsiegel versiegelt. Darauf waren Menschen, Tiere und andere Symbole abgebildet. Das war die Protokollschrift, die älteste Schrift der Menschheit überhaupt. Daraus ist dann die Keilschrift entstanden. Die ersten Tontafeln davon waren Kreditverträge. Auch noch eine wichtige Erfindung in der Oberstufe der Barbarei, der unreinen Sklavengesellschaft, war die Töpferscheibe. Aus der Zeit um 3000 vor bis 2700 vor unserer Zeit stammt auch aus Mesopotamien der erste Eisendolch. Nun besaß man eine richtig harte Waffe für die Kriege. Aber die Massenverhüttung beginnt erst um 1300 vor und da auch erst mit dem Monopol der Hethiter, dem damaligen Volk in der Türkei. Ab 1000 vor ist das Eisen auch in Ägypten und Palästina bekannt. Die Dynamik der Wirtschaft
war nicht wie heute. Der Mehrwert in der Produktion, es kam lediglich darauf an, über möglichst viele Bauern und Sklaven zu herrschen. Dieses System schreit förmlich nach Krieg. Krieg ist die einzige Wachstumsmöglichkeit für dieses System. Man kannte zwar so etwas wie Maschinen, aber Sklaven waren ja viel billiger als Maschinen. Die Dampfmaschine hat man höchstens für Spielzeug benutzt. In Ägypten fand man einen Spieltempel, bei dem die Türen per Dampfkraft auf und zu gingen. Mit dem Eisen aber kann sich jetzt jeder Bürger bewaffnen und die Sklaven auch fest anketten, so dass wir ab 500 vor unserer Zeit in das reine Sklavenhaltersystem eintreten. Das erste Herrschaftssystem bestand immerhin noch über 4000 Jahre, weil die Länder ständig und auch nicht viel Sklaven hielten. Die Halbwertszeiten der folgenden Herrschaftsgesellschaften werden dagegen immer kürzer.